Mahlzeit Mallorca, da bin ich. Lange habe ich es euch versprochen. Ein Video hier aus einem Restaurant im Herzen von Pagera. Hier war mal eine Pizzeria bis zum 22. Dezember. Dann stand da bei Google Maps, der Laden hat offen, war er aber nicht mehr. War dann zu und dann ist hier wenig passiert. Also nach dem 22. Dezember war es hier sowas von chillig, dass selbst die Chill Lounge da nicht mithalten konnte. Sven hat sich gedacht, da kann man aber was Tolles draus machen. Und das Waikiki hat gedacht, wir brauchen neuen Nachbarn und tollen Nachbarn dazu. Und neben mir ist der Sven und den fragen wir mal, was hier jetzt so passiert. So, da ist er, der Sven. Hallo Sven, ich habe es eben gesagt. Das Waikiki braucht einen neuen Nachbarn. Was habt ihr hier vor? Genau, so ist es. Das Waikiki bekommt jetzt einen neuen Nachbar, das ist mit uns. Hier wird die Sunset-Oase entstehen. Wir planen, du sagtest ja schon, hier unsere wunderbare Lounge. Aus der Lounge wird eine Shisha-Lounge, so dass wir mit der Hoffnung, dieses Jahr noch eine Lizenz zu erhalten, um dann auch die Shisha-Bar-Lounge hier zu eröffnen. Ansonsten werden wir hier unser Restaurant betreiben. Es wird italienische, deutsche Küche geben. Das haben wir jetzt also vor hier. Ich habe hier auch schon da ist so eine italienische Flagge. Ja. Hinter dir ist die große Flagge. Also es wird wieder italienische Küche geben. Pizza dabei? So ist es, genau. Also ich sag mal, wir haben einen wunderbaren Ofen hier aus Holz. Kohlegrill, das ist ein großes Alleinstellungsmerkmal mit und deswegen haben wir gesagt, okay, den wollen wir nicht rausreißen, den behalten wir und werden dementsprechend auch Pizza, Pasta und auch Schnitzel im mediterranen Stil anbieten. Und was ihr auch vorhabt, da habt ihr mich gefragt, ihr wollt natürlich auch den besten italienischen Kaffee hier anbieten, den es gibt. Morgen ist es soweit, wird eure Kaffeemaschine geserviced. So ist es. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir haben das ja alles so übernommen, wie es liegt und steht. So wirklich ausprobiert haben wir noch nicht alles. Daher, es wird sehr, ja, sehr spannend, was morgen mit der Kaffeemaschine passiert. Ich glaube, wir machen da einfach ein kleines Video dazu, so vorher, gerne, nachher. Und dann zeigen wir den Leuten mal. Wenn die uns nicht vorher in die Luft sprengen. Nein, ich glaube, das wird nicht passieren. Also kurz vor Weihnachten lief die Maschine ja noch. Also, okay. Ein guter Italiener sagt ja immer, die Maschine soll einmal anschalten und dann soll man sie nicht wieder ausschalten. Der Resteuropäer sagt, lieber abschalten wegen Stromsparen. Ja. Und ein bisschen, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, es war hier schon relativ lange lost. Also gegenüber ist das Venezia, auch ein italienischer Nachbar, der sich auch freut, dass ihr jetzt hierher kommt und dass hier was passiert, weil das belebt sich alles so. Hier vorne sieht man es auch, da hinten durch ist der Inder, der sein indisches Restaurant hat. Und ja, und da oben drüber seht ihr, das Waikiki. Und wir haben wirklich, ihr habt lange auch mit denen verhandelt, gesprochen, wie kann man ein Konzept machen, das zueinander passt. Und genau. Und das Wichtigste war euch jetzt erstmal der neue Name, sag nochmal eben. Genau, Sunset. Sunset. Es wird die Sunset-Oase hier werden, sodass man sich einfach auch heimisch fühlen soll. Und wir haben ja gleich hier den Weg nach unten zum Strand, wo auch die Fähre hält, beziehungsweise die Ausflugsdampfer. Und daher dachten wir, okay, so eine Nähe zum Strand passt dann einfach auch der Name. Mhm. Ich habe von euch was bekommen, eine Kleinigkeit, wo ich gesagt, das war ja für mich, war das hier ein Lost Place. Und guckt euch mal an, was ich hier gefunden habe. Also auf dem Lost Place nimmt man nichts mit, aber ihr habt es mir feierlich übergeben, genau. Einen bayerischen Bierstiefel. Und vom bayerischen Bierstiefel dann zum italienischen Stiefel, sagt man ja so, die Landkarte ist ja so ein bisschen wie so ein Stiefel gebaut von Italien. Aber Stiefel trinken gibt es hier nicht. Nein, bisher noch nicht. Aber schauen wir mal, was nicht kommt, kann ja noch kommen. Aber wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier fertig werden, dass wir es schön und aufpimpen, weil, wie du ja sagtest, es war lange, lange Zeit leer. Es ist ein bisschen verfallen auch und jetzt muss man halt ein bisschen Gas geben und
arbeiten, um dass wir dann auch wirklich zur Eröffnung fertig geplant sind. Ist der 14. jetzt, also ja, knapp eine Woche, also eine Woche ungefähr jetzt noch. Genau, also 10 Tage haben wir jetzt noch bis zur Eröffnung und die Menükarten stehen, da sind wir soweit durch, aber eben, ja, man sieht ja, hier draußen haben wir noch allerhand zu tun. Genau, es ist gerade ist die alte Schankanlage abgeholt worden. Die Tage bringt die Brauerei eine neue Schankanlage und also es wird quasi alles drin auch neu gemacht. Wir sind dann am Renovieren, gerade von außen noch Farbe, von innen noch Farbe. Es wird einmal grundgereinigt, dann kommt eine neue Schankanlage, wie du gesagt hast. Die ganzen Geräte sind neu angeschafft worden von uns. Ganze Stromleitungen werden jetzt gerade nochmal aktualisiert und die Beleuchtung wird anders sein, sodass wir auch einfach die Palmen mit ins Konzept reinkriegen, dass die Palmen schön beleuchtet werden. Genau, das haben wir alles vor. Für viele, die in Pagera Urlaub machen, ich zeig das mal, das ist hier dieser Gummibaum, da seht ihr, der fängt da unten an und ist ein riesen Gummibaum in diesem Patio, der ja Schattenspender ist, aber auch wirklich so ein Blickfang für euch. Ne? Durchaus. Also ich sag mal, das ist schon ein Merkmal, wo sich jeder dran erinnert. Und ich sag mal, wenn ich jetzt den Boulevard lang laufe und hier runterschaue, fällt mir als erstes das Bäumchen auf. Ja. Ja, also in diesem Sinne, wir machen morgen mal so ein Kaffeemaschinenvideo, zeigen, was wichtig ist, um was man alles so machen muss, um eine Kaffeemaschine wirklich startklar zu haben nach so einer ja, beendeten Saison. Da muss das Kaffeefett entfernt werden, da müssen die Dichtungen überprüft werden. Entkalkt werden muss die Maschine und dann gibt es auch den guten Kaffee. Du sagst es, du hast es gut erfasst, genau. Also in diesem Sinne, viva Mallorca, viva España und viva Italia. Also, so ist es, ja. Und Sonnenuntergang sowieso. Ja. Ja.